Leute, was geht ab? Aber wieder am Start hier auf dem Craftman Channel, Leute. Und wie versprochen, werde ich jetzt mal Plots bewerten, aber auf Citybuild Blau, Leute. Ganz genau, heute exklusiv nur auf Citybuild Blau. Deswegen, wenn ihr jetzt in die Kommentare reinschreibt, Leute, wenn ich auch euren Plot bewerten soll, bitte einmal reinschreiben, ob rot oder blau, weil es wird jetzt immer wieder Folgen geben, wo ich nur rot bewerte und nur blau bewerte, Leute. Und ich glaube, ich werde auch mal bald blau in Angriff nehmen, dass ich mir hier auch mal was baue, Leute. Guck mal hier, das wäre jetzt zum Beispiel sowas wie mein Plot oder guck mal, wie leer der ist. Und wir sind schon direkt beim allerersten Plot, ja, der mir in den Kommentaren gezeigt wurde, zwar von .flycat0041, hat den Kommentar reingeschrieben unter einem meiner Videos. Und Leute, ich guck mir das mal an hier. 3 Likes, also bisher noch nicht viele Leute waren da. Okay, hier hat er eine Zuckerrohrfarm. Ein Diamant für 2050 im Angebot. Also wirklich hier? Oh, wirklich. Aber leider. Ah, nee, das ist dieser kleine Bug drin, ne? Ah, sonst hätte ich mir den jetzt gekauft. Schade. Netherquarz im Angebot. Ja, 59 Leute, das ist ein bisschen teuer. So, mein unterirdisches Quartier. Okay, dann gucken wir uns das mal an. Das unterirdische Quartier. Fangen wir mal diesmal unten an, Leute, ja? Und schauen uns mal alles hier an. Okay. Oh, hast du erst angefangen? Nee, achso, hier hast du so einen kleinen Dings gemacht. Dann hier das Wasser. Automatische Zuckerrohrfarm. Okay, die funktioniert aber nicht ganz. Da musst du noch einmal, ja, das musst du doch einmal neu machen. So, Lorenbahn zu den Chicken. Okay, Leute, aber ich glaube, ja, die Bahn hat er noch nicht fertig gebaut. Auch, naja, müsste man eigentlich fertig bauen hier. Aber wir laufen mal ganz kurz rüber. Okay, hier unten kommt es an. Chicken Farm hat er auch noch nicht fertig gebaut. Eieiei, hast du hier angefangen? Wolltest, dass ich bewerte, aber es ist nicht fertig. Du weißt doch, wie hart ich bewerte hier, ja? Also bisher leider noch nicht überzeugt, ne, Leute? Ich sage euch ehrlich, ne, wenn ihr keine Kritik haben wollt, dann baut erstmal alles fertig, bevor ihr euch hier so fehlt. Aber natürlich gucke ich mir auch alles an hier. War hier da so eine kleine Geheimtruhe-Dings. Okay, verstehe. Ja, so ein kleines Geheimversteck. Auch nicht schlecht, Leute. Das können wir auch mal machen. So, dann gehen wir mal hier ganz kurz hoch wieder. Leute, wir gehen wieder hoch und gucken uns an, was noch sonst gebaut wurde. So, okay, hier einmal hoch. So, okay, das war jetzt unser Quartier. Leider nicht überzeugt. So, wir gehen aber jetzt mal hier so zurück. Okay, oh, sieht eigentlich das hier ganz schön aus, ne? Danke für den Einkauf. Das ist schon mal ganz cool gemacht. So, okay, hier hat er sein Dings hin. So, blauer Teppich. Ich glaube, der will noch fertig machen. Okay, da braucht man ein bisschen mehr Wolle für. Gut, was auch hier wieder schwierig ist. Wenn du einen blauen Teppich durchziehen willst, würde ich unter dem Bett die Holzboden abmachen und einfach blaue Wolle drunter placen. Dann sieht das so besser aus, ja? Okay, das war nur so ein Tipp von mir. Gut, hat er, oh, Kamin sieht schön aus. Doch, Kamin sieht sogar sehr schön aus. Hat er mit Nether Rex hat er gearbeitet. Also mir gefällt sehr gut hier der Kamin. Ja, so ein dicker Pluspunkt. So hat er hier die Treppen. Okay, verstehe. Was hat er denn jetzt hier? Okay, Rüstungsständer. Hier geht der Kamin die Luft durch. Dann hat er jetzt hier unten so eine Plattform gemacht. Okay, also kann man, glaube ich, hier so rein. Was ist das denn hier? Oben gibt es Jump-and-Run-Labyrinth. Viel Spaß. Plus gerne Plot. Oh, Jump-and-Run, sagt er. Okay, dann soll ich euch hart auf hart, so wie es ist. Wer soll ich mal ausprobieren? Okay, aber wie klappt denn jetzt hier der Jump'n'Run? Muss ich dafür jetzt einmal hier durch, oder was? Muss ich jetzt hier einmal durch, oder wie? Wir treten auf eigene Gefahr. Ah, okay. Ja gut, dann mache ich das mal ganz kurz hier Jump'n'Run-mäßig. Aber mal gucken, ob ich das hier schaffe. Boah, hier, Leute, alles in einem Durchgang hier. Zack, 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 zack. Zack, zack, zack. Oh nein. Och, jetzt bin ich einmal abgerutscht hier, Leute. Och, Mann, jetzt bin ich einmal. Jetzt will ich es aber wirklich einmal schaffen, ne? Jetzt triggert mich das. Jetzt schaffe ich das einmal. So, okay. So, hoch, rüber. Rüber. So, guck mal hier, Leute. Eigentlich ganz easy. Zack. Sag mal, guck mal, wie der hier so baiten will, ne? Mit diesen falschen. Ziel, danke für das Spiel. Danke dir. Weißt du was? Dafür gibt's schon mal ein Like. Also, die muss sagen, finde ich cool, dass jemand mal so ein Jump'n'Run-Spiel gemacht hat. Also, sag ehrlich, das Haus hat mich jetzt nicht so überzeugt. Also im Haus mit dem Dings hätte ich jetzt eine 3 von 10, aber durch das Jump'n'Run-Spiel, was ich bisher noch nicht gesehen habe, gibt es schon wieder eine 5 von 10 hier für den Plot, ja? 5 von 10, ja? Gefällt mir sehr gut, also wie gesagt, ganz unten muss noch viel fertig bauen, vielleicht einen Shop ein bisschen schöner machen, also okay, das Shop-Signal habe ich schon gar nicht gesehen hier, das sieht eigentlich auch ganz schön aus, aber ich glaube, das in die Richtung oder was? Ja, aber guck mal, Broski, das ist natürlich, was mir auch nicht so gut gefällt, du hast jetzt Shop vielleicht hier in dem Eingang gemacht, ah, ich weiß nicht, das hätte ich weiter rechts gemacht oder so. Aber gut, Leute, ne? Ich würde sagen, 5 von 10 ist fair. Aber ich würde mal sagen, wir gehen natürlich weiter. Und zwar an PVVeggieWurst007. So, das ist der Eingang. Cool, mit so Feuer oben drüber. Sieht ganz cool aus. Der Eingang ist schön gemacht. Auch hier mit diesen Falltüren, ne? Als extra Holzding. Gefällt mir schon mal. Oh, er hat Papiere hier am Start. Er hat sogar Schweig mit Sattel, Leute. Guck mal hier. Way! Auf jeden Fall sehr, sehr, sehr cool, mein Freund. Also mir gefällt das schon mal. Er hat ein Schaf, er hat eine Kuh. So, wir gehen mal ganz kurz hier wieder rüber. Momentan sind Untergrundarbeiten betreten auf eigene Gefahr. Okay, also hat er schon mal gesagt, Leute. Betreten auf eigene Gefahr. Deswegen ist das schon mal gewarnt, ja. Und nicht schlecht. Achtung, Loch. Ja, wo denn?
Hat er fertig gebaut hier, meine Freunde. Also sieht schon mal schön aus. Hier ist ein Gold mit den Lapis, dann noch Dings rum. Also das gefällt mir sehr gut, Leute. Also hier sind wieder so mäßig so Holzsachen, aber hat er schön gemacht. Guck mal hier, auch die Lagerdinger sehen gut aus. So hinten mit so Zäunen nochmal dran. Oh, das sieht cool aus. Also das ist schon mal ganz gut. Nach unten und nach oben. Leute, ich würde mal sagen, wir gehen mal nach unten. Wir gehen mal nach unten. Also wenn es eigentlich schon nach unten geht, da würde ich tatsächlich sogar eher nur ganz unten so einen kleinen Wasserblock haben, dass du einfach runterfällst. Weißt du, es geht viel, viel, viel schneller, wie wenn ich jetzt hier die ganze Zeit runter muss. So, wir gehen hier runter. So, ey, was denn? Hier diese Lava-Dinge, sieht zwar cool aus, aber oh. Ja, okay, hier ist Bedrock, ne? Ja, hier ist Bedrock, aber hier ist gar nichts gemacht. Ah, hier ist leider nichts gemacht, mein Freund. Ah, ja, gut. Na gut, okay, den Aufzug hat er gut gemacht. Da hat er einen Seelenblock gemacht, Leute, das sieht schon mal ganz gut aus. Aber wie gesagt, wenn es nur runtergehen soll, würde ich lieber Luft lassen und einfach nur unten einen Wasserblock machen. Einfach kurz runterjumpen und dann hast du viel Zeit gespart. So. Aber gut, nach oben geht es ja nicht mehr. Ah, das ist das Einzige, was nach oben geht. Weil man gab es ja nicht noch mehr. Ah, da konnte man nochmal hoch, Leute, glaube ich, ne? Ja, hier konnte man hoch. So. Würde ich, wenn ihr meinen Plot like, bin noch nicht ganz fertig. Leider habe ich das zu Hause zu sehr nach links gebaut. Dadurch ist das Dach nicht so schön. Ja, was Dach jetzt noch anders machen können. Hätte das Dach, eine Dach hier anfangen müssen. Das andere flach lassen können vielleicht. Aber gut, wir gucken uns das erstmal an hier. Oh, das sieht schön aus mit zwei schönen gleichen Bildern. Zaubertisch. Oh, hier. So eine kleine Kochecke, Workbench, Amboss, ja. Ja. Also die Bilder sehen schön aus. Aber es ist ein kleines, gemütliches Haus, ne? Also sehr auf die, also teilweise auf Details geachtet. Guck mal hier auch mit dem Dach. Gut, was die Kiste hier oben soll, das weiß ich leider noch nicht. Soll es extra so sein? Also hier zum Beispiel mit diesem Dach so mäßig so im Schachmuster. Gefällt mir. Und nach jedem Eingang hier so treppenmäßig, so als extra Eingang, um die so ein bisschen Tür zu simulieren. Also das gefällt mir schon mal. Doch, das gefällt mir auch. Er hat die Tür offen gehabt. Ich würde sagen, Leute, das sieht eigentlich ganz cool aus. Oh, das mit dem Holz hier sieht auch nice aus, ne? Halt so Drahtdinger hier. Leute, ich würde sagen, dem müssen wir dann eine 6,5 von 10 geben. Das gefällt mir sehr gut, ja, muss ich sagen. Gefällt mir gut. Okay, Leute, wir sind jetzt hier bei dem Dude namens Entenhals. Hat er mir in den Kommentaren reingeschrieben. Ich guck mal. Oh, modernes Holzhaus baut er hier gerade oder was? Ja. Hier ist der Eingang. Okay, hier ist der Eingang, Leute. Hier so. Oh, sieht schön aus, ne? Oh, ups, Entschuldigung. So, okay, guck mal. Oh, hat er hier so runterhängen lassen. Ich glaube, hier will er die Küche hinmachen. Also sieht schon mal per se frisch aus. Hier eine schöne Couch. Vielleicht noch hier einen Abstand lassen, damit das Glas nicht so ekelhaft hier aussieht. Ja, Haus vielleicht ein bisschen größer. Hier ist ein Fernseher hin, aber das hier gefällt mir schon mal. Dann hier noch schön die Blumen zum Beispiel, so ein Blumenbaum. Doch, gefällt mir. Aber leider noch sehr leer. Was ist das? Ah, nee, hier geht's weiter. Oh, hier geht's natürlich weiter. Dann geht es einmal nach unten. Oh, immer wieder mit Lichtern hier raus. Okay, ich glaube, hier will er eine Kaktusfarm hinbauen. Okay. Oh, das sieht schön aus. Oh, das sieht wirklich schön aus hier, Leute. Guck mal, so Bäume hochgehen lassen. Dann hat er hier so einen Ofen hin. So Pflanzen, die rausgucken. Und guck mal hier. Sind wir in einem Lagerraum drin, ne? Also hier hat er alle Lagersachen drin. Oh, gefällt mir. So, hat er erstmal wieder nach oben dann. Oh, das sieht schon mal gut aus, Leute. Doch. Es war noch nicht fertig. Das gibt immer Punktabzug, wenn ihr nicht fertig seid, Leute. Weil es wäre unfair, jemandem mehr Punkte zu geben, obwohl er noch nicht fertig ist und andere Leute haben alles fertig und dann vielleicht da gefällt ihm was nicht. Ja, also es sieht nach einem modernen Haus aus, in Holzformat. Also hat er die Rinden mal ein bisschen abgeschnitten und so. Also an per se gefällt mir das. Hier diese Treppe gefällt mir sehr gut. Ja. Oh, hat er Infinity Pool sogar noch. Oh, nice, ne? Okay, ich glaube, hier will er noch Beton was machen oder so. Also das Dach ist auch, ist das Dach fertig? Aber ich glaube, die sieht sogar fertig aus, so ein grünes Dach. Ja, okay, doch, also gefällt mir per se. Aber ich muss sagen, dass das noch unfertig ist und teilweise noch was fehlt. Würde ich im Ganzen eine 7 von 10 geben. Eine 7 von 10, Leute, gefällt mir sehr gut. Da guckt mal hier, was soll hier hin, ne? Also hier hat er auch geile Ideen gehabt, auf jeden Fall. Will er hier das Gras so lassen, weil ich mag diese hohen Gräser nicht, wegen Unkraut, das ist meine persönliche Meinung. Die Bäume gefallen mir sehr gut, 7 von 10, finde ich, ist eigentlich fair, oder? Ich find's fair. So, wir gucken mal weiter. Slash PV Laui Bär. Das ist richtig? Nö, gibt's nicht, Leute. Wir gucken mal weiter. Ah, Leute, von Laui Bär haben wir doch gefunden, aber das Problem ist, sie hat halt keinen Punkt vom Namen eigentlich. So, okay. Dann gehe ich einmal die Tür rein. Ah, okay, ich sehe. Die Tür wurde hier gemacht. Das ist schönes Holz. Okay, ist jetzt dieser Eingangsbereich hier mit so einem Brunnenwasserding. Okay, sieht schon mal ganz cool aus. Ich mach mal die Tür immer wieder zu, Leute. Aua, diese Rotbeeren, ne? Okay. Hier hat so einen kleinen Garten. Hier hat so Dings. Ich glaube, hier wird das runterhängen lassen. Aber da muss natürlich was fertig gemacht werden, weil einfach nur so Dirtblocks in der Luft, da wo es runterhängt, feiere ich nicht so. Ja, also Leute,
Also per se, so die Idee zum Beispiel, dass so ein bisschen so Gras an den Ecken wächst, gefällt mir an sich, aber ja, reicht mir irgendwie noch nicht so, Leute, keine Ahnung. So, herzlich willkommen, Laui, nackt, okay, so, wir gehen mal rein, Leute. Okay, den Boden hat so eine andere Farbe diesmal gemacht, alles sehr klein, hier so ein Glasding, okay, das sind so die Nachttische, ja, also wir gucken uns das mal unten hier nochmal an. Oh, sehr eng, okay, das ist wie so Wintergartenmäßig, okay, verstehe. Also hier die Trennung abgetrennt hat, finde ich gut, hier kleines Standard-Skill-Aquamic, so, wo ist der Abia? Mann, sehr schade. Okay, ah, hier so Kellerbereich. Okay, verstehe. Oh, ist natürlich alles noch ein bisschen weitläufiger, ne? Oh, hier geht's nochmal runter. Oha, wo geht's denn hier nochmal runter? Wo sind wir denn hier gelandet jetzt, Leute? Also, bisher muss ich sagen, ist das eine 5 von 10, das Haus für mich. Sehr klein, sehr kompakt gehalten. Da fehlen mir noch ein paar Einzelheiten, so ein paar schöne Sachen. Und jetzt gerade, also das ist auch schon wieder hier viel zu lang für mich, hier dieser Gang. Einfach mit dem straight runter Wassereimer und dann wieder mit Seensand Wasser hoch, ist tausendmal geiler. Und es ist halt so eng hier, man kann nicht sprinten. Ey, Leute, wie lange soll's hier noch runtergehen? Ey, wie lange soll's hier noch runtergehen? Geht. Hör mal, ich hab nicht die ganze Dachzeit. Okay. Oh, nix. Ah, leider noch nix, Leute. Gut. Ja, ich muss bleiben, Leute. 5 von 10. Besser kann ich nicht geben, weil es auch ziemlich nicht so gut ist. Aber wir haben natürlich auch was Neues. Und zwar .TeamV13. Ja? Hat sich Mühe gegeben, hat er in den Kommentaren geschrieben. Deswegen bin ich mal gespannt. Und boah! Also das ist ja krass, Leute, hier. Wow, gefällt mir. Dafür gibt es erstmal direkt ein Like. Ich glaube, das ist der Winner des Tages schon sogar fast. Erstmal ein Like da lassen, Leute. Okay, Shop. Erstmal gucken wir kurz den Shop hier rein. Er hat mit den seltenen Keramik natürlich auch einen Weg gemacht. Oh, sieht sehr schön aus. Sieht sehr, sehr, sehr schön aus, Leute. Okay, der Shop war doch schön gehalten im Stil von Dings. Ja, komm, das Gold kaufen wir dem einfach alles ab. 20, 1, 2, 3. Machen wir erstmal alles weg hier, mein Junge. So, ja, doch. Oh, ein Diamant. Oh, wir nehmen auch direkt das Diamant weg hier. Also für die Sachen kaufe ich mir erstmal was ab hier. So, wir gucken mal weiter. So, ja, Bauwerke, was geht dem? So, wir müssen aber, glaube ich, wieder hoch, Leute. Und zwar will ich mir das hier anschauen einmal. Okay, da hat er hier aber unsere Sachen direkt. Oh, das ist auch ein blau Einzelding. Ah, ich verstehe. So, gucken wir hier natürlich durch. Oh, Leute, das sieht wirklich schön aus, ne? Also, das muss man sagen. Guck mal, er hat ja hier diese Ränder unten in diesen Kisten Dinger gemacht. Sehr, sehr, sehr nice, mein Freund. Aber ich muss natürlich jetzt erstmal hier rausfinden, wo ich überall hinkomme am besten. Ah, hier gibt es eine Treppe nach oben, oder? Ja. Okay, hier kommen wir in das Haus rein. Oh, nice, Leute. Sehr nice. Da bin ich mal natürlich auch sehr gespannt, wie er weiterbauen wird. So, oh, wir sind mal ein bisschen zu weit geflogen, meine Freunde. So. Okay. Oh, hier hat er auch wieder, okay, er hat ziemlich viel aufs Äußere gemacht, also leider keine Innenräume, aber das ist nicht schlimm, Leute, weil für so ein Ding, ja, alleine nur zum Anschauen reicht es doch vollkommen aus. Was für ein geiles Ding, Alter. Boah, ich auf vielen würde es vielleicht so ein Graben noch hier drumherum, so mit Lava oder so. Boah, ich glaube, dann wäre das die ultimative Burg hier erstmal. Okay, Leute, aber ich muss ehrlich sagen, gefällt mir sehr gut. Deswegen, du Paulberger, wenn du noch einen Graben hinmachst mit Lava, so drumherum, wie so eine richtige Burg, die ich einnehmbar ist, dann kriegst du von mir eine 10 von 10. So, jetzt heute hast du 9,5 von 10. Und ich würde sagen, bis heute bist du auf jeden Fall der Gewinner des Tages. Und Leute, krank, ne? Also gefällt mir sehr gut. Und wisst ihr, was wir machen? Komm, slashpay.tmv13. Wir geben ihm auch $5,000. So, für den krassen Plot, Leute. Wirklich, für den krassen Plot hier, was er gebaut hat, Leute, gefällt mir sehr, sehr, sehr gut, Leute. Gucken wir uns mal von oben an. Guckt euch das mal an hier, Leute. Warte mal, wir gehen mal auf der anderen Seite hier. Guckt euch das mal an hier, Leute. Also, gefällt mir sehr gut, Leute. Ne? Da könnt ihr auch gerne zu .TeamV13 rüberkommen und lasst dem Dude auch mal ein Like da, ne? Lasst ihm doch mal auch gerne ein Like da. So, wir gehen mal weiter, Leute, ab zum nächsten Plot. Real Fungo. Warte mal. Wahrscheinlich wieder Punkt Real. Ja, Leute. Jungs, ihr müsst unbedingt merken, ob ihr Punkt oder keinen Punkt habt, ja? Okay, so ein zweistöckiges Haus. Das hatte ich damals in einem Twitch-Format, was wir mit Max und Rusty gemacht haben, habe ich auch so gebaut. Unten war alles frei und dann fing es erst hinten an. Hier kann man auch spenden. Brauche Eisen. Okay, der Dude braucht Eisen. Dann hoffe ich, wer Eisen übrig hat, kann gerne hier spenden. Oh, das sieht schön ausgemacht, ne? Also verschiedene Holzthemen, Leute. Und so, guck mal hier. Der also Main-Weg ist in diesem hellen Holz, dann Eichenholz und hier hinten nochmal richtig so mit dem richtigen normalen Holz, also unverarbeiteten. Als Rand gemacht, gefällt mir sehr gut. Hochsäppling, Gold, Ingot. Ja, komm, Leute. Das kaufen wir dem auch mal ab, dem Paulberger. So, okay. Hier hat er so Holzdinge, so eine schöne. Okay, nice. Also so klein gehalten. Aber die Gedanken hinter den Kleinigkeiten gefallen mir. So.
Wir gucken mal weiter. Oh, hier hat er auch so schön... Oh, so einen kleinen Garten hat er hier drunter seinem Haus gemacht, ne? Was hier noch kommt, würde mich wundern, weil so einen schönen Boden hat er auf jeden Fall gemacht. Ja gut, hier fehlt nochmal das Weiße, weil hier das muss er wieder wegmachen. So, warte, wir gehen natürlich jetzt weiter hier, Leute. Wir gucken mal ran. Hat er noch irgendwas hier versteckt? Hier noch zwei, drei Bäume hingemacht. Ja, doch, gefällt mir. Ist eigentlich ganz schön. Also auf jeden Fall schöner als diese Kaktusfarm. Aber gefällt mir auf jeden Fall sehr, sehr gut, Leute. So, wir gehen natürlich jetzt weiter. Okay, Leute, nächste Valkyrie J und... Ja. Also übrigens, Plattform von MGC kommt 5 von 10. Habe ich ganz vergessen zu sagen. Weil es mir so von den Details her klappt und die Idee mal was anderes ist. Aber ja, also, wir sind okay Haus, aber jetzt auch nichts Besonderes. Also wir haben uns wirklich so viele schöne Häuser schon angeguckt, dass das halt leider runtergeht, Leute. Also da muss ich wirklich leider... Ich sage auch mal extra leider, eine 4 von 10 geben. Also ist jetzt auch nichts Besonderes. Eigentlich 3,5 von 10, ja. Ich überlege, was ich anderen für 3 von 10 gegeben habe. Ist das jetzt auch nicht so viel krass besser. Keine Ahnung, Leute. Es ist halt so plumpf gebaut, wisst ihr? So, ja, also dicker Kasten und noch ein kleiner Balkon dazwischen. Das war's. Gleiche Holz überall. Keine Verzierungen. Innen drin nichts Schönes gemacht. Draußen, ja, das sieht ganz cool aus. Aber das war's auch wieder. Ja, Glowstone ist auch mal ganz schön mit Wasser innen drin. Den Baum hat er ganz schön nachgemacht hier. Ich glaube, der ist sogar selbst gemacht von ihm. Der sieht immer ganz schön aus. Aber wie gesagt, ja, dann kommt 4 von 10 wegen dem Baum und wegen dem Garten. Aber das war's auch, Leute. Mehr kann ich leider nicht geben. So, und ich würde sagen, Leute. Oh, erstmal Belohnung natürlich abholen, Leute. Das dürft ihr nicht vergessen. Ich gehe wieder in die Hauptlobby rein. Und ich gehe wieder auf die Bild rot drauf, Leute. War ganz kurz hier abzuchecken, dass bei mir alles gut läuft. Ne? Leute, auch wenn ihr wollt, dass ich euer Plot bewerte, ja, dann geht unter die Kommentare, schreibt hin, ob rot oder blau. Dann euren Namen. Achtet bitte drauf. Wenn ihr nicht am PC seid, andere Konsole spielt, muss ein Punkt vor eurem Namen hin, damit ich es auch direkt finde, Leute. Ansonsten lasst gerne ein Like da, abonniert den Channel und kommentiert euren Plotnamen darunter. Und das Wichtigste ist, Leute, kommt hier hin und liked auch mal meinen Plot. Ja, ich muss in die Top 5 auf jeden Fall reinkommen. Wir haben 24 Likes. Wir brauchen für 100 mehr Likes, Leute. Also, wenn ihr wollt, dass ich meinen Plot bewerte, müsst ihr auch meinen bewerten. Einfaches Ding, Leute. Bis zum nächsten Mal. Euer Craftbeer. Ciao.